Ich meine, sie wollte es gefährlich, aber trotzdem überqueren? Es wäre ein zu großer Verlust, sich so viele Passagiere durch die Lappen gehen zu lassen. Sag, Kaya, wie geht es denn nur daran? Sie sind furchtlos, das sehe ich, kein Problem. Ah, es ist nur so, dass... Es ist nur was. Wenn ein ganzer Haufen von ihnen erscheint, wenn wir auf hoher See sind, komme ich damit alleine sicher nicht klar. Es tut mir leid, aber das wirst du müssen. Außer dir kann ich niemanden kämpfen lassen, Kaya. Denk dran, die Ruder haben alle Hände voll zu tun, sie können nicht kämpfen. Es gibt nichts, was wir tun können. Lass uns Segel setzen. Wovon sprichst du? Wir werden Segel setzen, wenn wir niemals Pistole beschaffen. Wir schaffen das schon. Wir haben ja ein Schutzamulett. Amulett? Amulett sagst du? Du meinst diesen kleinen Ankeranhänger? Dieser kleine Anker hat uns immer vor Schaden bewahrt. Captain, reißen Sie sich zusammen, das ist doch nur ein dummer Aberglaube. Wir werden es schon schaffen, selbst wenn wir keine Söldner finden, wird uns diese Talisman beschützen. Hallo, wir sind hinter euch. Wir sollen uns beeilen, also fertig machen und uns Segel setzen. Großartig, endlich starten wir in See. Nicht, dass ich etwas dazu sagen hätte. Der Kerl wird verdächtig, egal. So, als erstes mal hier. Ab hier oben war was. Nee, doch nicht. Das war wohl noch nicht. Es kommt erst noch, denn wir mit. Ach, Koch. Mach mir ein Omelette, danke. So. Wenn wir nicht sofort den See stechen, gehe ich wieder an Land. Ja, aber wir werden bald den See stechen. Also bitte ich um Geduld. Was bedeutet bald? Ich frage, wie lange bald noch dauert. Sie fragen sich, wann nun? Ich plane, Kolossus zu besuchen. Du musst wissen, dass mein Freund Uranus Angst vor Schiffen hat. Uranus? Aber er ist gewaltig. Es ist ja nicht so, dass ich Angst hätte, aber ich kann Wasser nicht leiden. Lieber ließe ich mich von giftigen Spinnen beißen, als das Meer zu überqueren. Spinnen, wie? Und selbst Uranus ist jetzt bereit, das Meer zu überqueren. Wenn wir jetzt nicht ablegen, wann dann? Wenn ich jetzt, wann dann? Das ist keine leichte Frage. Du meinst, du kennst die Antwort ohnehin nicht? Ja, wieso fragt den Reiseführer? Uranus, wir gehen. Gehen? Wohin denn? Wohin schon? Natürlich zum Quartier des Captain. Was bitte schon? Hast du da vor? Ihn dazu zu bringen, in die Segel zu setzen. Und was, wenn er nicht zustimmt? In diesem Fall müssen wir ihn unser Bestes geben, ihn zu überreden. Nicht wahr, Uranus? Das klingt verrückt. Das klingt großartig. Ich bin dabei. Ich will keine Gewalt. Ich auch nicht. Los, schlagt euch hier rüber ein. Ich will Blut sehen. Blut. Blut. So. Was, ihr wollt auch den Captain sehen? Natürlich. Versucht ihr den Hafen zu verlassen? Wir können bald solche Gefahr nicht ablegen. Was war das? Das ist uns doch egal. Wir haben gezahlt und so muss das Schiff jetzt auch ablegen. Der Captain hat doch gerade beschlossen, die Segel zu setzen. Wir liegen also ab? Ja. Ja, die Vorbereitungen werden ja gerade betroffen. Vielleicht wären wir ein bisschen zu vorlich, einfach hier reinzustürmen. Bitte legt endlich ab, wenn ihr bereit seid. Weil solche Gefahr, das haben sie doch gesagt, oder? Draußen ist es gefährlich. Wollen Sie deswegen nicht ablegen? Ja, so ist es. Die See ist jetzt gefährlich. Da draußen sind Monster. Monster, sagen Sie? Sie können uns besichten, wir Wesen, die hier noch nie zuvor aufgetaucht sind. Gefährliche Wesen? Einige sind sogar schon an Bord gekommen und haben die Mannschaft angegriffen. Das ist gefährlich! Wir fürchten, dass unser Ersatzschiff angegriffen wurde. Wenn hier solche gefährliche Kreaturen hier Unwesen dran, braucht ihr vielleicht Krieger. Gewiss ist es gefährlich, aber das Schiff ist in Ordnung. Immerhin haben wir. Wenn die Monster kommen, werde ich euch gerne helfen. Oh, wirklich? Hey Uranus, ich dachte, wir müssen es zu Kolosse schaffen. Wenn wir zu spät kommen, können wir nicht mehr teilnehmen. Es ist wahr, aber... Hey, vielleicht kannst du uns auch helfen, Sean. Wirklich? Willst du uns wirklich helfen?
Ich stehe zu meinem Wort. Wenn ich sage, dass ich helfe, dann helfe ich. Wenn ihr mir helft, das Deck zu sichern, sollten wir es schaffen. Können wir es loslegen? Nein, wir brauchen noch jemanden, der die Ruderer beschützt. Die Ruderer beschützen? Dann braucht ihr wohl noch ein paar Krieger, ne? Hast du eine Idee? Unter den Passagieren mit der Deck habe ich ein paar Krieger gesehen. Glaubst du, sie werden uns helfen? Wenn sie aus Angara kommen, dann ganz bestimmt. Wenn sie uns helfen, dann wären wir unschlagbar. Und außerdem haben wir ja noch meinen Anker-Talisman. Musik ist weg. Er ist weg! Er ist verschwunden! Was? Der Lebensanker des Captains? Der Anker? Unser Glücksbringer? Oh, der? Warum das ganze Theater? Was soll das, wenn das alte Ding weg ist? Was meinst du mit? Oh, der! Schon seit Jahren bewahrte Anker mein Schiff vor Unheil! Aber er ist auch nur eine Dekoration, oder? Selbst wenn wir den Krieger finden werden wir es ohne den Anker niemals schaffen. Wir legen nicht ab! Wir sagen doch eben, dass wir ablegen würden. Da dachte ich, dass der Anker noch hier wäre. So, der ganze Wirbel um diesen Zinef. Zinef, hast du denn nicht gehört, was er eben gesagt hat? Es ist nicht nur ein Schmuckstück, es ist ein Glücksbringer. Unser Schiff legt nicht ab, bevor wir ihn nicht gefunden haben. Nicht das Problem, es sind doch nur Krieger hier, die uns helfen werden. Vielleicht hätten wir ihn nicht nehmen sollen. Hey, hey, du da, was machst du da? Du hast den Captain gehört, diese Schiffe werden nirgendwo hin. So. Enthüllung, und da unten gibt's ein Item. Yeah. So, komm her. Und Nuss! Und wer kennt natürlich die Nuss? Unser Nussjunge. Gut, Ivan. Das hat drei Nüsse. Drei Nussjunge. So, hier oben ist der Anker. Ja. Komisch. Also ich glaube, es ist ein Rombug, weil normalerweise sieht man ihn hier oben. Aber egal. Was soll's, ne? So, wir gehen zum Captain und geben ihm den Kackanker. Oh, was für ein Pech, ich habe meinen Glücksbringer verloren. Das Schiff kann ich ablegen, bevor wir ihn nicht gefunden haben. Ich will nicht Jinx, ich will... Hier, Anker-Talisman. Hey, das ist doch mein Glücksanker! Sieh mal an, habt ihr für uns den Glücksbringer gefunden, jo? Wenn du ganz oben im Krähen hast, wie kommt er denn da hinauf? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank, jetzt können wir ablegen. Es ist ja eine Erleichterung, jetzt können wir ablegen, nicht wahr, Captain? Noch nicht. Noch nicht? Was gibt's denn jetzt für ein Problem? Das Meer von Karagol ist voller Monster. Aber... Das ist genau wie Sean sagte, am besten wir sichern das Deck. Wir brauchen jemanden, der die Ruderer beschützt. Jean, sag mir, hast du schon jemanden im Auge, der uns helfen kann? Oh ja. Jemanden, der uns helfen kann? Wer ist es? Diese Krieger sind es. Sie mögen zwar noch jung sein, aber dennoch sind sie nicht zu unterschätzen. Wenn du so sagst, warum nicht? Da habe ich keine Einwände. Sieht es aus, möchte jemand helfen, das Schiff zu piloten? Natürlich! Wir würden uns helfen, das bedeutet, wir können endlich ablegen. Na gut, das bedeutet, das Schiff legt ab. Da bleibt nur noch eines. Oh nein, was gibt's denn jetzt noch? Ich brauche Freiwege zum Ruder, nur für den Fall. Was? Sie wollen doch nicht, dass die Passagiere bitten, sich in die Riemen zu legen. Ohne Ruderer bewegt sich das Schiff keinen Zentimeter, daher... Keine Sorge, wir werden das auch noch übernehmen. Moment mal, ihr sollt doch das Schiff beschützen. Wir müssen die anderen Passagiere bitten. Diese Passagiere gehören zur Tour, warum fragt ihr nicht sie? Das ist verrückt. Wir müssen uns helfen, selbst bei verrückten Dingen. Also dann alle mal auf ihre Posten, solange wir aufs Ablegen warten. Ich weiß ja nicht mal deinen Namen, fragst du mir? Ja, ich nicke mal und er weiß sofort, ah, der heißt Isaac, so, ja, ich nicke mal, ich heiße Isaac, wenn ich meinen Kopf schüttel, heiße ich Franz, oder wie? Ah, Isaac, nun denn, Isaac, ich freue mich darauf, mit dir zusammenzuarbeiten. Also dann, Isaac. Also gut, alle zusammen bringen wir dieses Schiff aufs offene Meer. Yeah! Wuhu, yeah, Freude, yeah! So, jetzt glaube ich, muss ich mit zu den Passagieren, oder? Ah, nein, ich muss unter Deck. So, hier unter Deck. Ich will mal eine ansprechen. Ey, der Ruder? Nö. Oh, das Schiff zu schützen passt euch besser, oder? Naja, macht ja nichts, es wird ohnehin nicht so weit kommen. Mein
meinst du? Mensch, ah, Mist. Egal. Unser erster Ersatzschiff ist bei niemals angekommen, aber wir legen trotzdem ab. Was mit dem Seemonster? Wer wird das Schiff beschützen? Das bin dann ich, Uranus, schon auf dem Deck und... Hallo! Isaac, Garrett, Ivan und Mia beschützen euch hier unten. Können wir uns wirklich auf sie verlassen? Garrett. Isaac und seine Freunde haben schon an mehr Kämpfen teilgenommen als ich selbst, also jetzt gibt es keine große Sorge. Ja, ey, wir haben den Satros besiegt, hallo? Wenn du das sagst, Kaya, wir trauen deinem Urteil. Was werdet ihr tun, wenn einer von euch kampfunfähig wird? Da sind wir nicht sicher. Was geschieht dann? Ein anderer Passagier bitte helfen, das Schiff zu rudern. Keine Sorge, deswegen, ich sprach mit den Passagieren. Wer wird dann den Befehl erteilen, wenn es soweit ist? Gute Frage. Ich sollte einen Ersatz erwählen und ihn herbringen. Was, wieso hier? Und egal. Gut, dann fordert Teamwork. Stellt sich, dass die beiden Teams ausgeglichen sind. Ja, weil wenn wir eine falsche oder richtige Kombination hinkriegen, dann können wir zu einer geheimen Insel aufbrechen, zu der ich aber viel später im Spiel erst will. Das ist wichtig. Wenn wir nicht ausgeglichen sind, kommen wir nicht voran. Stimmt, ihr habt eure Befehle. Ich bin davon überzeugt, dass alle ihr Bestes geben werden. So, jetzt können wir nicht ablegen. Vorbereitungen, fertig! Kurs, klar! Anker! Alles klar! Leinen los! Legt euch in die Riemen! Bam! Nur ich darf das Schiff leider nicht steuern. Backbord voraus! Monster in Sicht! Monster! Ich bin ein Monster. Ei, Captain! Seemonster! Captain, Ruder hart Steuerbord! Alles klar, ich weiche aus! Es hat keinen Zweck, es ist zu spät! Mann, bist du eine Pfeife. Arrgh! Monster unter Deck! Nose! Isaac, kümmere dich um diese Bestien und rette meine Kameraden! So ich. Jetzt sind wir aber geheilt. Ivan hat zwar nicht voll PP, aber scheiß drauf. Hallo, ja da! Kriegsherren! Cool. Gaia! Feuerball! Sturmblitz! Nein, du machst nur noch mal Angriff. Sturmblitz! Gaia! Bam! Und er ist schon mal tot. Bam! Und? Garrett, du lahme Schnecke! Feuerball! Bam! 82 Schaden, geil. Und? Schon die Kriegsherren besiegt. Hey, bist du okay? Sieht aus, als hätte die Seemonster gesorgt. Wir müssen einen Ruderer. Oh. Oh nein, er ist bewusstlos. Solange er nicht tot ist? Sieht so aus, als hätte das Seemonster seinen unseren Ruder geschnappt. Es hilft nichts. Isaac, geh und bitte einen anderen Passagier zu rudern, okay? Viel schneller bitte. Ja, eigentlich so. So, wir dürfen jetzt hier Leute bitten, außer den Keller unten, der will nicht. Ich nehme mal... Den Opa! Von allen Leuten... Von allen Leuten! Von allen Leuten suchst du gerade den ältesten und gebrechlichsten aus, ja? Wenn ich vor lauter Anstrengung zusammenbreche, wird es dir leid tun. Wieso sollte es? Ich lasse gerne Opas arbeiten. Isaac, du bist wieder da und hast uns einen Ruder mitgebracht. Nun, du wirst für uns rudern müssen. Also gut, nimm deinen Platz ein. Du musst nun wieder diesen Bereich schützen, Isaac. Vorbereitungen, fertig! Kurs klar! Alles klar, wir können weiterfahren.
Legt euch in die Riemen. Ja, jetzt kommt wieder der gleiche Text. Very, very spannend. Und, oh, der Opa. Der kriegt kaum das Ruder hoch. Geil. So, wir werden hier insgesamt viermal angegriffen, oder? Ja, viermal. Also noch dreimal.